Im Entscheidungskochen kämpfen Pascha und Semi ums Weiterkommen mit ihren Coaches Alexander und Frank. Jetzt kochen wir natürlich wieder für den Gastjuror. Der kommt mit einer gewissen Thematik oder einem gewissen Produkt. Und jetzt müssen wir das machen, was er will. Ich kann mit beiden Konsequenzen sehr gut umgehen. Rausfliegen ist eine Option, weiterkommen ist die andere Option. Ich seh schon die Headline in Berlin. Marco Müller haut Frank Rosin um. Nein, aber sag mal, wie geht's dir denn? Kannst du Semi überhaupt beim Entscheidungskochen unterstützen? Wir hatten einen Arzt da, der hat mir geholfen. Und jetzt wird's gehen. Kasala, los geht's. Das nenne ich Einsatz. Sehr schön. Okay, Pascha und Semi, ihr dürft jetzt beweisen, dass euer roter Stern bloß ein Ausrutscher war. In den nächsten 45 Minuten kocht ihr mit Hilfe eurer Coaches. 45? 45 Minuten, super. Ja, klingt erstmal gut. Und ich frage mich, soll ich ein 7-Gang-Menü kochen oder nur einen Löffel? Danach bewertet Marco beide Löffel und wirft den Koch des schwächsten Löffels aus dem Rennen. Auch bei der folgenden Aufgabe bleiben wir thematisch im Wald. Wir losen euch folgende Waldgeister zu. Wald, Himbeergeist und Gin. Diese Alkoholgeschichte ist halt doof. Ja, beides lecker, ne? Das sind beides feinste Naturprodukte auf Basis gesunder Früchte aus dem Wald. Gin wird ja aus Wacholderbeeren gewonnen. Ja. In welcher Form ihr den zugelosten Schnaps verarbeiten sollt, könnt ihr vollkommen selber entscheiden. Geht's da um die Harmonie oder geht's um die Präsenz? Also geht's wirklich um diese Alkoholnote, die man mit dabei schmeckt, wie jetzt beim Waldgeist, oder geht es nur um Himbeer und Wacholder? Also prinzipiell, sag ich mal, ist man, glaube ich, in der Top-Gastronomie sich einig halt irgendwie, dass ein Löffel niemals zu sprittig schmecken darf halt. Dankeschön. Ich glaube, wie man es nachher einbindet, muss halt jedes Team für sich selber gucken, aber ich würde jetzt, wenn der Löffel zu sprittig wäre, verstehe. Es sei denn, es passt ins Gericht rein halt irgendwie, ich würde dazu raten, halt eher die Zielaromatik zu suchen. Herr Müller, vielen herzlichen Dank. Das war eine kompetente Antwort auf meine Frage. Jetzt weiß ich, wie diese Challenge zu meistern ist. Vielen Dank, dass du das, Alexander, noch mal erklärt hast. Du darfst gleich noch mal probieren. Dafür hast du jetzt Pause. Also ich bitte dich jetzt die nächsten 45 Minuten bitte in die Garderobe. Wir freuen uns gleich wieder auf dich. Bis gleich. Schaffe ich. Ich weiß. Wir verlosen jetzt Wald, Himbeergeist und Gin. Und hier ist unsere zauberhafte Annabelle. Bitte fang bei Team Blau bei Frank an. Schließlich ist der Coach ein wenig angeschlagen. Semi darf als erstes ziehen. Ich habe sofort den Gin favorisiert, weil mit dem Wacholder kann ich halt schon mehr anfangen. Himbeere oder Gin, sprich Wacholder. Ja, ich habe den Eindruck, lieber Wacholder. Was muss bei dir auf den Löffel, Semi? Gin. Der Gin. Ich habe mich gefreut. Ich denke, Gin ist einfacher. Bist du fein damit, Frank? Das macht Gin. Ja, das macht tatsächlich Gin. Dann geht's weiter bitte zu Alexander. Was steht auf deinem Los? Ich nehme die Mitte. Waldhimbeergeist. Ja, mach mal Himbeergeist. Eigentlich ist es wurscht. Schluss egal. Wir gewinnen eh mit jedem. So, einen Kandidaten wird Marco in die nächste Sendung schicken, einen leider nicht. Liebe Coaches, ihr dürft beraten, anreichen, aber wie immer nicht mitkochen. Ich drücke euch die Daumen. Eure 45 Minuten Kochzeit starten jetzt! So, also jetzt. Pass auf, lass uns mal Himbeergeist. Wir müssen jetzt hier echt ein bisschen Gas geben. Scheiße geht's mir, aber ist egal. Alles für den Kandidaten, alles für den Semi. Jetzt warte ich mal drauf, was seine ersten kulinarischen Fetzen sind, die er aus seinem wuscheligen Kreativkopf zieht. Und dann gucken wir mal, wie wir das kanalisieren. Was ist dein erster Gedanke? Was machen wir? Himbeer, Mango, Chili, Chutney mit Ragout vom Hirsch. Das wird er nicht verstehen. Ich glaube, ich mache lieber Himbeere mit Entenleber. Da kommen wir mit klar. Wir haben leckere Herbsttrompeten da. Sind super.
Und dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht mit Pastinake, vielleicht mit Kerbelknolle. Aber ich denke, also Pastinake Chips. Als Chips noch mit dabei zu packen. Sensationell. Ich weiß gar nicht, was hat er vorher eigentlich anders gemacht? Warum hat er das? War super. Wir werden ein Tartar vom Hirsch machen hier. Dazu werden wir Sellerie verarbeiten. Eine Sellerie-Creme werden wir machen und ein bisschen gepickelten Sellerie. Ja, und dann gucken wir mal. Du machst das Sellerie-Püree, ne? Ist angesetzt. Oh, Scheiße. Und auf einmal, der Rose war wieder da. Aber voll. Pickelsud mache ich oder du, Frank? Pickelsud machst du. Und warum? Weil es mir Spaß gemacht hat, mit Semi zu kochen. Ich mach dir noch ein paar Pilze, Semi. Jawohl. Und das ist das beste Gefühl, was ich bei The Taste jemals hatte. Besser als gewinnen. Hab zwar noch nicht, aber glaube ich einfach. Was soll ich machen für dich als erstes? Eigentlich Himbeeren? Kannst du dich hinsetzen, aber... Ja, aber ich würde gerne Himbeeren pressen. Du darfst, ja, warte, du darfst. Wir haben uns dann entschieden für gebratene Entenleber mit Himbeer-Pfeffer-Vinaigrette. Dazu Pastinakenchips und gebratene Herbstrumpen. Habt ihr mitgekriegt? Nee. Na, du darfst Himbeeren pressen. Sind Sellerie gleich am Wacholder rein auch, oder? Frank? Was? Wacholder dann auch in die Creme, oder? Ja. Irgendwie stand er dann da oben und signalisierte Sympathie. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Tu dir die Pfanne auf den Deckel, Frank. Was? Tu dir die Pfanne auf den Topf. Ja. Und dann war mir klar, ich habe ihm leid getan. In meiner Situation. Mit meinem Allergieschock. Und dann hat er mir wirklich Tipps gegeben. Und auf einmal hatten wir so eine Skatrunde. 18, 20, 2, Reh, Bock. So, da lief das. Ein Mühspeck an die Pilze dran. Mach eins mit und mach eins ohne. Und dann entscheidest am Ende, welches du nimmst. Und da hat er euch mal Größe gezeigt. Einmal. Einmal hat er Größe gezeigt. Und jetzt darf er auch wieder mein Freund sein. Frank ist einer, der was einfach zulässt, wenn man ihn unterstützt. Und ja, dann mache ich es ja gerne. Ein Bascha wird mich nie fragen. In dem Fall weiß ich, es ist ihm lieber, wenn er seine Ruhe hat. Er ist mir ähnlich. Alex? Ja? Ihr könnt sonst auch noch mal ein bisschen, damit ihr noch ein bisschen Struktur habt, sonst so einen rohmarinierten Rotkohl und ein bisschen Rotkohlsaft noch mischen. Ist auch nicht schlecht mit der Leber. Und nee, wenn dann Bitternote, Chicorée, Radicchio, irgendwie sowas, aber weder noch eigentlich. Rotkohl? Ja. Ich habe im Vorfeld mal geäußert, wenn ich ins Entscheidungskochen komme, dann möchte ich meine Ruhe haben und möchte mich konzentrieren und nicht bekloppt gemacht werden von noch 10 anderen Leuten. Reicht schon, wenn 10 Stimmen in meinem Kopf mich bekloppt machen. Komm mal her hier. Ich glaube, die Poletto möchte, dass ich rausfliege. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Ja, hey, Vorsicht, Brust. Nie im Leben, Pascha. Da bin ich wieder zu Hause. Bisschen Alkohol auf der Zunge und schon geht's mir gut, ne? Also, Paschas Löffel ist wahrscheinlich der glasstrukturierteste Löffel, den er jemals in seinem Leben gemacht hat. Hier jedenfalls. Ich finde, er klingt klasse. Also, meine Aufregung hält sich in Grenzen. Es ist ein harter Kampf. Wir sind die letzten 9 Teilnehmer. Einer von uns muss gehen. Es ist ganz gut, dass ich jetzt für den Marco koche, weil ich ja vorhin mit ihm zusammengearbeitet habe. Er war sehr vorsichtig mit dem Salz, hat mir aber auch im gleichen Atemzug verraten, dass er auf schon eigentlich Power steht auf so einem Löffel. Ja, man muss also den Löffel stärker würzen, weil er sofort schmecken muss. Teller muss man weniger würzen, weil der Mund sich an den Geschmack irgendwann gewöhnt, die Geschmacksknospen. Und beim dritten Viertel Löffel wird alles stärker. Das haben wir beim Löffel nicht, weil wir nur ein... You got one shot, one opportunity. Probier mal diesen Löffel, weil das würde ich unten reinkuchen. Ticken Säure? Auf gar keinen Fall mehr Säure, das brennt ja fast schon alles weg. Ich befinde mich ja in einer Form von Lernprozess. Natürlich okay. Muss es noch abschmecken. Ja, und mein Lernprozess ist nicht, was muss ich tun, damit ich bei The Taste weiterkomme, sondern was muss ich in meiner Kommunikation tun,
um mit Alexander Herrmann klarzukommen. Und wenn wir dann ein Stück oben drauf tun, so eine geschmorte, ja, dann was willst du dann mehr? Frank, die Heidelbeeren marinierst mit Gin, oder? Ja, und dann kam von Roland noch der Tipp, nämlich die Heidelbeere auch noch kurz in Gin einlegen, damit die Heidelbeere noch mal so einen süßen Touch in den Sellerie gibt. Kinder, das war ein Touchdown in der ersten Minute. Und die Nussbutter noch. Soll ich Nussbutter aufstellen? Ja, hol, renn. Semi war spitze. Semi hat funktioniert. Renn, es geht um dein Halbfinale, nicht um meins. Weil zurufen ist eine Sache, aber es umsetzen, das ist das andere. Der Löffel beim Frank, da ist von der Blaubeere über den Sellerie, über das Tartar sehr viel Trettel-Influencer, sagen wir mal so. Gerade wenn Roland Trettel da oben steht, hallo, also wäre bescheuert, wenn man sich da nicht mal einen Tipp abholt. Wir können uns ja vielleicht überlegen, ob nächstes Jahr ein anderer meine Position besetzt, ja, und dass ich vielleicht nur noch hier oben bin, ja, und einfach nur noch als Berater fungiere. Was ist denn? Na, jetzt fange ich schon wieder an, glaube ich, zu viel zu fragen. Was willst du denn fragen? Wenn wir Herbsttrompeten ganz, ganz klein als Düchsel machen und dann eine Himbeere damit füllen, aber nein. Nee. Der ist halt nicht in der Lage, schnell und klar auf den Punkt seinen Weg zu bestimmen. Der fährt ja entweder auf der Autobahn oder dann Landstraße, dann fährt er wieder Offroad und dann versucht er zu fliegen, wenn es geht, dann noch mit dem Boot. Und das ist das Problem bei ihm. Was hältst du von dieser gesalzenen Rauchmandel? Ist auch geil, passt gut zum Sellerie. Mach mal in Panko ein bisschen rein. Ja. Machen Sie Panko, oder? Sehr gut. Panko mit gehackten, gesalzenen Mandeln reingemacht. Ja, sehr gut. Sehr gut. Als wir letztes Mal in der Bar waren und uns 10 Gin Tonic getrunken haben, da hat der Barkeeper doch immer so gesalzene Mandeln. Yeah. Daher weiß ich. Wir machen mal eine Probe für uns beide. Okay. Na dann. Probieren wir mal. Gott, oh Gott. Hoffentlich schmeckt das jetzt. Es riecht gut nach Leber, zu wenig nach Himbeer, finde ich. Schmeckt's? Rede, Alexander. Hör mal, der Elfenpasche. Der ist nicht gut, der Löffel. Da fehlt Schärfe. Da fehlt Salzigkeit. Und da fehlt noch deutlich Süße. Die Leber hat die Süße, aber sie die Leber ist ganz alleine mit der Süße. Es fehlt einfach pur einfach wegen Salz. Ich fand den Löffel sehr gut, aber es hat natürlich ein Salz gefehlt. Es musste mehr Pfeffer hin, die Knusprigkeit war nicht da. Aber wir müssen ihn nicht über Bord werfen. Da machen wir jetzt noch einen Tropfen Sojasauce rein. Ja. Ja. Unten, es geht um die Himbeere. Die ist sehr breit da und wir müssen die Himbeere, die andere, oben drauflegen, damit du die ein zweites Mal hast. Und mehr Schnaps. Ja. Nee, aber wenn's du willst, dann machen wir mehr Schnaps. Das war einfach nicht gut. So, probier. Mehr Pilz? Boah, genau so. Wirklich? Ja, das ist geil. Ich habe noch ein bisschen von dem Pickelsaft dran gemacht. Ja, super. Diese Sellerie-Aromatik mit dem Gin zusammen, eine leichte Säure noch mit reingegeben. Das war richtig, richtig, richtig geil. Es schaut sehr gut aus. Also sie haben wirklich alles gemacht, was ich gesagt habe. Also wenn der Roland den Frank da oben ein bisschen runtercoacht, dann soll es so sein. Ganz ehrlich, also ist es ja okay. Ich könnte es ja rein theoretisch auch einfordern. Sollen wir es als Salat interpretieren? Nein, wir interpretieren jetzt nichts mehr. Vor allem die dicken Stücke nehmen. In dem Moment, in dem ich mich dazu entschieden habe, mich anzupassen, gebe ich auch einen Teil der Verantwortung ab. Und damit habe ich mich in der Situation sehr wohl gefühlt. Der Mut ist da, einen guten Löffel abzuliefern, der aber ganz, ganz puristisch daherkommt. Probierst du auch noch einen, Frank? Ja, jetzt. Ja. Ja,
Ein bisschen mehr Sellerie. Und ein kleines bisschen mehr Sellerie-Creme, damit es nicht so sprittig wird. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal anrichten. Okay? Ja. Soll ich da mal drauf geben? Bitte. Hier ist Sprit drin, ich würde sagen, ausreichend. Das nächste, was ich draufsetzen würde, ist eine Empfehlung, ist erst... Die Herbstrompeten. Nein. Die Leber und den Rest bauen wir drumherum. Sollen wir die Himbeere noch kurz anfackeln, bevor wir sie... Kannst du machen. Ja. Stopp. Nicht. Stopp. Jetzt riecht wieder alles noch verbrannt. Die Sachen müssen heiß sein, das ist das Problem. Ne? Wir brauchen den Temperaturkontrast. Wenn alles eine Temperatur hat, dann ist es lang und weilig. Wenn du möchtest, kannst du den Löffel, den ich jetzt da gerade gemacht habe, kannst du probieren. Und wenn du noch irgendwas anderes findest, können wir das auf die anderen noch drauf machen. Ja. Es wäre ja irgendwie schrecklich, wenn ich da stehe und sage, mein Löffel ist gar nichts, der ist totale Scheiße und der schmeckt niemandem auf dieser Welt. Also, fehlt noch was? Hauch mehr Salz. Gut. Deswegen lieber ein bisschen souveräner dahinter stehen. Ich meine, es ist ja auch ein leckerer französischer Klassiker. Eine Blaubeere oder zwei? Naja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Schmeiß mal rauf. Eine reicht. Aber die ist geil. Hey, ja. Die Heidelbeere ist richtig geil. Den da drauf. Wie viele Sekunden noch? 4, 3, 2, 1. Annabelle, ich muss ihn draufheben, weil der Pascha zittert derart. Und du musst jetzt aufpassen, wenn du das trägst, dass du auch nicht zitterst, da darf nichts runterfallen. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Der Löffel ist richtig gut. Der könnte klassische französische Küche sein. Gott sei Dank ist es nicht zu sprittig geworden. Hoffentlich sieht er das genauso, wenn er es gleich probiert. Also das Thema ist meiner Ansicht nach perfekt umgesetzt. Wir haben das Gin-Aroma drauf, wir haben das noch ein bisschen umspielt mit Staudensellerie, mit Orange, mit was Crunchigem dran, mit einer nussigen Note. Also das ist schon... Kommst du Löffel? Ja, wohl. Ich soll den jetzt da drauf machen, oder was? Ja, wenn du den Wahl lässt, ne? Alter, hör auf. Dann bist du gekreuzigt. Bring uns Glück. Und meiner Ansicht nach war das der beste Löffel, den ich bisher gemacht habe. 100%. Einer darf bleiben, einer muss gehen. Eine harte Entscheidung und er muss sie treffen. Marco Müller. Marco Müller ist da, 50-50, einer geht, einer bleibt. Jetzt zum zweiten Mal im Entscheidungskochen zu stehen. Scheiße. Das ist ja schon fast Routine. Das sind schon die Momente, die keiner braucht so. Marco, auf den Löffeln vor dir wurden hochprozentige Waldgeister verarbeitet. Den Koch des besseren Löffels darfst du gleich in die nächste Sendung schicken. Aber vorher lass dich doch einfach von den Spirituosen inspirieren. Du darfst anfangen, wo du möchtest. Okay. Auf jeden Fall erstmal schon zwei sehr schöne Löffel. Und ich bin gespannt, was ihr gemacht habt. Es ist kein einfaches Thema mit Alkoholkochen halt, aber es ist ja Wacholder sozusagen gegen Waldhimbeere. Ich würde jetzt erstmal mit dem Thema Gin starten. Und also auf jeden Fall Staudensellerie mit dabei, was ich spannend finde halt irgendwie. Kann ein gutes Thema sein, ist kein leichtes Thema, aber wenn man das richtig umsetzt halt irgendwie, mag ich es sehr gern. Und auch mit dem Crunch, also es sieht eigentlich sehr, sehr stimmig aus halt von den Aromen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich probiere den jetzt einfach mal. Tu das. Sehr schöner Löffel. Also wirklich, ist tolle Haptik, guter Biss. Was auch schwierig ist,
eigentlich vom Prinzip her den Alkohol einzubinden. Also auf der einen Seite merkt man den Alkohol. Also er ist auch wirklich nicht verkocht rein nur, sondern er ist halt auch eine Spur da. Aber so angenehm eingebunden, gefällt mir sehr gut. Also. Sehr schön. Also ich wusste damit, dass es auf jeden Fall ein geiler, dass es ihm sehr gut geschmeckt hat. Jetzt muss er natürlich auch noch den anderen probieren. Natürlich, okay, erstmal abwarten mit der Euphorie. Dann bleibt nur noch der zweite Löffel. Und beim zweiten auch ein sehr schöner Löffel halt, wo man sagt, okay, das ist halt oben drauf, sieht so ein bisschen aus wie gebackene Schwarzwurzel. Himbeere, die ist so ein bisschen dunkler, vielleicht geflemmt. Und das Stück selber sieht aus wie Leber, mag ich sehr gern. Sieht auch nach einem stimmigen Löffel aus halt, also ich schau mal. Leber kommt gut raus. Die Himbeere ist fast etwas zu dominant. Und wieder springt dieser Gedanke hoch, vielleicht wäre mein Mango-Himbeer-Chutney das Richtige gewesen, Gottverdammt. Aber eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Schwer. Dreh bitte gerne jetzt den Teller um, des besseren Löffels. Ja! Glückwunsch, Sammy. Damit bist du weiter. Wahnsinn. Ich war sehr erleichtert und sehr, sehr glücklich, dass ich da weitergekommen bin. Pascha, das tut mir leid. Du warst 7 Wochen jetzt hier und du hast wirklich so weit gebracht. Ich bin raus, ich darf meine Kinder sehen. Wie schön. Ich darf sagen, vielen herzlichen Dank, Pascha. Es war großartig, du hast das Ganze sehr bereichert für mich. Dankeschön. Dein Kochstil, deine Art und Weise war sensationell. Danke dir. Er ist eine blühende Persönlichkeit mit einem unglaublichen, schönen Stil. Und es tut mir einfach so leid, dass er die Sendung verlassen muss. Das ist echt frustrierend, das ist echt schade. Jetzt habe ich echt 7 Wochen lang gewartet. Darf ich jetzt endlich mal... Darfst du. Danke. Und? Du warst für mich, und nicht nur für mich, sondern für viele andere hier, wirklich, wenn nicht der kreativste Koch bei The Taste 2018. Dankeschön. Du hast polarisiert und das hat mir persönlich wirklich sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dankeschön. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes Gefühl zu sehen, dass wenn das Bühnenlicht ausgeht, wenn die Show vorbei ist, dass dann da doch große Anerkennung kommt. Folge 7, das schaffen die wenigsten. Das hast du gut gemacht. Danke, dass du dabei warst. Dankeschön, danke. Ein Applaus für Pascha. Das musste ich leider so lassen. Ja. Okay. Hau rein. Danke. Sammy, gratuliere. Hast du gut gemacht. Ja. Glückwunsch dem Siegerteam. Dankeschön. Marco, vielen Dank. Es war ein sehr inspirierender Abend auch für mich. Du darfst immer gerne auf ein Schnäpschen noch mal vorbeikommen. Alle anderen, Dankeschön und tschüss. Bis nächste Woche.